Schmeißt euch in die Rennanzüge, setzt euren Helm auf und willkommen zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und viel Spaß. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Vettel, Daniel Ricciardo und Verstappen. Perez, Ocon, Grosjean und Nico Hülkenberg. Wehrlein, Alonso, Carlos Sainz Jr. und Magnussen. Massa, Stroll, Danny Quert und Stoffel van Dorn. Palmer und ein sauber vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir starten von einer schlechteren Position als erhofft. Geh offensiv rein und mach gleich nach dem Start ein paar Plätze gut. Konzentrier dich und fahr sicher. Seid gegrüßt, liebe Freunde, und willkommen zum heutigen Rennen in Brasilien. Wir starten wie erwartet von ganz hinten, denn ich habe alle Komponenten am Motor ausgetauscht. Und ja, wir müssen von hinten das Feld aufrollen. Ich werde versuchen, direkt zu Anfang einige zu überholen. Wir müssen heute sehr aggressiv rangehen und möglichst die Spitzengruppe schnell einholen. Ob das klappt, werden wir gleich sehen. Das Wetter hält sich. Es soll sich auch weiterhalten, hoffentlich. Und wir starten das Rennen. Auf geht's, Leute. Wir schaffen das schon. Okay, Leute, es geht los. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir müssen auf jeden Fall aufs Treppchen kommen heute, damit wir in der WM mithalten können. Wir müssen da auf jeden Fall irgendwie reinkommen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber ich werde alles probieren. Aua, ich werde von hinten gehauen. Ich werde gehauen von denen. In Ordnung, guter Start. Wir stehen ganz gut. Dankeschön, Jeff. Wir haben gerade 8 Plätze gut gemacht. Das ist für die eine Kurve ganz gut, denke ich. So. Wieder 2 geholt. Sehr schön. Okay, los. Weiter dranbleiben. Uiuiui, das war knapp. So, wieder 2 geholt. Alter, es geht echt gut voran gerade. Sind schon 8er, Leute. Und weiter nach vorne, komm. Die erste Runde ist gleich rum. Dann fehlen noch 17 Runden. Und in denen müssen wir möglichst die Leute vor uns, also die Ferrari, einholen. Vor allem Vettel. Der ist in der WM noch vor uns als einziger. Okay, Perez holen wir uns auf der Geraden hier. Oder nach der Geraden in der Kurve. So, Platz 7 ist erreicht. Das geht ganz gut voran bisher. Bin ich mir zufrieden mit der Entwicklung. So schnell hätte ich nicht gedacht, dass wir da so schnell nach vorne kommen. Und von Verstappen konnte ich mir noch nicht holen. Und da vorne ist schon Vettel. Der hat gerade Ricciardo überholt. Wusch. Vielleicht können wir durch die Scharmützel so ein bisschen an Boden gut machen auf die. Wow, das war knapp. Alter Schwede, war das knapp. Ich werde ihm fast in den Ruf gerammelt. Aber wir sind Fünfter und Vettel ist vor uns. Sehr gut, Leute. Das läuft richtig gut. Na komm schon. Wir sind dran. Wir sind an Vettel dran und wir kommen sogar näher. Und Raikön greift Hamilton, Bottas an. Hamilton ist davor. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens. Oh, danke schön. Alter, schnellste Runde von uns. Alles klar. Wir kommen auf die näher. Und überholen gleich alle auf einmal. Ja, komm. Yo, wir haben alle auf einmal geholt. Das war ein bisschen ruppig von mir. Ich habe den Raikön so einen kleinen Check gegeben. Aber es war keine Absicht. Tut mir leid. Und jetzt holen wir uns Hamilton. Komm. Wir sind schon Zweiter, Leute. Wir sind einfach schon Zweiter. Noch 2,5 Runden. Wenn was passiert, melde ich mich, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir an Hamilton rankommen. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Hallöchen, Leute, da bin ich wieder. Wir sind mittlerweile in Runde 8 angekommen. Der Lewis Hamilton ist gerade in die Box gefahren. Und wir werden am Ende der Runde in die Box fahren.
bin mal gespannt, ob wir innerhalb der Runde noch irgendwas aufholen können, so ein paar Zehntel. Ich habe jetzt in den letzten Runden immer gut ein Zehntel auf ihn aufgeholt. Wir hatten eben zu dem Zeitpunkt, als er reingefahren ist, circa 2,2 Sekunden Rückstand. Vorher hatten wir 3 Sekunden Rückstand. Und mal gucken, ob wir noch was aufholen können in der Runde hier auf ihn. Mal gucken. Und ob wir dann, wo wir rauskommen, ob wir dann mitten im Verkehr landen oder ob wir vielleicht freie Fahrt haben. So ein bisschen. Jedenfalls. Mal gucken, wie das läuft. Aber bis dato bin ich echt sehr zufrieden mit dem Verlauf des Rennens. Wir haben sehr schnell die Spitzengruppe erreicht und konnten dann auch uns absetzen auf die anderen. Ja, mach mit, Jeff. Und ich hoffe, es geht so weiter. Aber ich bin ganz guter Dinge. Wir können hier auf jeden Fall was holen heute. Mal gucken, was genau. Aber es läuft richtig gut für uns. Oh, ich muss hier aufpassen. Alter Schwede. Uiuiui. Das war knapp. Mal sehen, wie lange unser Team heute braucht für den Boxenstopp. Da fährt gerade Bottas vorbei. Der fährt auf Soft. Der Raikön fährt wahrscheinlich jetzt auch rein. Gehe ich mal von aus. Und wir haben 2,9 Sekunden gebraucht. So ein Standard-Boxenstopp von uns. Nicht das Beste, aber auch nicht schlecht. Mach ich, Jeff. Das schaffen wir. Wir sind jetzt knapp bei dem Bergfest angekommen. Und haben gerade einige vor uns. Die werden wir aber, denke ich, schnell wieder überholen können. Und da ist Hamilton. Wir haben Hamilton überholt. Das ist mega nice gelaufen. Genau das, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Durch die Runde haben wir ihn überholt. Und sind nun vor ihm. Und theoretisch sind wir gerade Erster. Wenn die alle hier in der Box waren, dann sind wir ganz oben, Leute. Das ist perfekt. Das hätte ich echt nicht für möglich gehalten, dass wir das so schnell schaffen. Aber wir sind mittlerweile auch relativ gut dabei mittlerweile mit dem Auto. Von der Entwicklung her, das haben wir ganz gut gemacht. In den 3 Jahren. Aber nun gut, wir kommen gleich in die Runde, oder in die 10. Runde. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn etwas Spannendes passiert. Pascal ist an die Box gefahren. Pascal ist jetzt an der Box. Hey Leute, wir haben gerade mal einen großen Sprung gemacht. Wir sind mittlerweile schon in Runde 16 angekommen, gleich. In den letzten Runden ist nicht viel passiert. Ich habe den Abstand leicht ausbauen können auf Vettel und Hamilton. Wir haben nun... Abstand zum Teamkollegen 29,2. Wir haben nun 4,5 Sekunden Vorsprung auf die beiden. Eben ist nur der, Sergio Perez. Auf jeden Fall war einer eben ausgeschieden. Und der hat uns voll aufgehalten. Ich bin dem, der hat mich dann sogar gecrashed. Ich musste deswegen... Und ich habe deswegen mal eine Rückblende gemacht, weil der hatte einen Motorschaden und ist einfach weiter auf der Ideallinie rumgefahren. Und ich bin gerade mitten in der Kurve auf ihn drauf getroffen. Und konnte dann nicht wirklich ausweichen, weil er mir voll in den Weg gefahren ist. Und deswegen habe ich dann mal lieber eine Rückblende gemacht. Das mache ich ja normalerweise nicht mehr, aber in solchen Fällen ist es, denke ich mal, angebracht. Denn wegen solchen komischen Verhalten von KI lassen wir uns hier nicht das Rennen mies machen. Und wir haben gerade ganz schön eingebüßt. 7 Zehntel sogar in der Runde. Das war ganz schön krass. Aber jetzt noch 2 Runden und dann hätten wir das Rennen gewonnen und hätten einen richtig krassen Schritt in Richtung WM-Sieg gemacht. Das würde uns echt weit nach vorne katapultieren, denn wir würden 7 Punkte auf Vettel aufholen mit dem Sieg und hätten dann insgesamt in der WM 4 Punkte Vorsprung, weil wir gerade noch 3 Punkte Rückstand haben. Aber noch ist das Rennen nicht vorbei. Wir müssen es natürlich erstmal zu Ende fahren. Noch 2 Runden, dann hätten wir es geschafft. Wir haben sogar noch ein bisschen Benzin über. Das könnten wir dann noch verbrauchen in der letzten Runde. Mit fettem Benzingemisch. Aber die Krux an dem ganzen Rennen war bisher, glaube ich, dass wir in dem Zyklus, wo der Hamilton in der Box war, dass wir da noch diese... Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Diese nötigen 10 Sekunden aufgeholt haben, damit wir dann vor ihm waren. Und dadurch konnten wir dann ganz easy unser Rennen fahren und mussten uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Das war, glaube ich, der Knackpunkt. Aber vorher natürlich dann
die große Aufholjagd innerhalb von 3 Runden bis nach da vorne gekommen. Das war schon nicht schlecht. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Jo, Rennens. Letzte Runde und nochmal einen fetten Fehler reingehauen. Geil, alles klar. What the fuck? Warum jetzt? Noch einmal konzentrieren. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Gelbe Flaggen. Oh nö. Hoffentlich nicht vor mir. Ich hoffe, dass es hinter mir passiert. Okay. War nichts Schlimmes anscheinend. Aber gut. Wir haben, glaube ich, genug Vorsprung, damit wir das noch nach Hause fahren können. Wenn wir nicht komplett ausscheiden. Oh, da ist er vor uns. Ach so. Wer ist denn das? Ist ein... Ist da Hülkenberg? Och nö. Nicht der Hülkenberg, Mann. Weder geht mir nochmal auf die Nerven jetzt. Ich werde mal gerade Fett stellen, auch wenn das, wenn ich es nicht mehr verbrauchen kann, habe ich eben vergessen. Okay. Nett von dir, Hülkenberg. Hast du gut gemacht. Genau so muss man sich verhalten. Er hat mich extra vorbeigelassen, hat sogar komplett abgebremst für mich. Und das war ein sehr netter Zug von ihm. Und wir gewinnen das Rennen, Leute. Wir haben gewonnen und sind damit Erster in der WM. Nice. Ja, du hast es geschafft. Sehr gut. Danke, Jeff. Das war so wichtig. Von Platz 20 auf Platz 1. WTF. Sauber hat heute einen großen... Sieht so aus, als wären sie gerade schon... Und da ist die Siegerehrung. Und wir stehen heute wieder ganz oben. Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Geschichte, sauber hier... Alter Schwede. Das Rennen war so unglaublich wichtig, aber wir haben noch nichts gewonnen, Leute. Wir müssen im letzten Rennen auch noch gewinnen. Oder zumindest vor Vettel bleiben. Mal gucken, wie das wird. Könnte auf jeden Fall extrem spannend werden. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Das Rennwochenende geht zu Ende und wir sehen einen neuen Namen an der Spitze der Fahrer. Auf jeden Fall, Alter. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer ist. Ja, muss ich sein. Meiner Meinung nach muss das heute der Sauberpilot sein. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe anderer Autos gezeigt, aber auch eine Menge Reife und Geduld in schwierigen Situationen. Ich danke dir. Die Konstrukteursrangliste steht zwar vielleicht schon fest, aber werfen wir noch einmal einen Blick darauf. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters... Ein Großteil? Haben nur noch 140 Punkte Vorsprung? Wow. Okay, Leute, das war ein richtig gutes Rennen. Wir sind vom letzten Platz auf den ersten Platz gekommen und haben sogar die schnellste Rennrunde gefahren. Das heißt, wir haben komplett verdient gewonnen. Das war kein Zufall, das war kein Glück, sondern das war Können. Und Pascal Wehrlein ist 9. geworden, ist auch in die Top 10 gekommen. Ein sehr schönes Rennen für uns und wir machen morgen weiter mit dem allerletzten Rennwochenende unserer Karriere und der Saison. Und ich bin gespannt, wie das verläuft und bedanke mich damit fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.